Grüezi, Servus und Hallöchen. Herzlich willkommen bei Soti. Ich bin hier in der Alpenstraße in Salzburg Süd beim Skaterpark, beim neu eröffneten. Aber hier ist es super kalt, aber drin kocht die Stimmung und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind hier gerade bei Eugen Seethaler, dem Pyrotechniker aus Salzburg. Das heißt, er leitet die ganzen Feuerwerke in Salzburg. Wir sind von SoTV und wer bist du? Mein Name ist Julia Altamer. Ich war 2012 die Miss Bayernwelle und 2013 die Miss Bayern. Genau, und wir sind zusammen Blackout und machen halt Champion Rap. Champion Rap, okay. Ich wollte das mal erklären. Was ist denn Champion Rap? Ja, so im Prinzip ist das so, dass wir versuchen, durch unsere Musik etwas mitzugeben, also aus allen Erfahrungen, die wir sozusagen in unserem Leben erleben, das versuchen wir durch Musik halt zu verarbeiten, einzupacken und dann die Menschen, die unsere Musik hören, einfach auf ihrem Weg sozusagen zu begleiten. Ich bin eigentlich schockiert darüber, dass so viele Jugendliche mit Gewaltspielen sie amüsieren oder ihre Freizeit verbringen. Was schenken Sie ihr am liebsten zum Valentinstag? Ein Küsschen. Wir haben ein Abkommen, dass wir uns nichts schenken. Stimmt's? Tja, wenn ich eine hätte. Ja, ich habe ja eine. Hallo, wir befinden uns hier im FS1-Studio, kurz bevor der Sendungsaufzeichnung von SoTV. Und das wollen wir euch jetzt erstmal sagen und wir können euch ein bisschen herumführen. Da links von mir ist jetzt gerade die Moderation und die Redaktion und die feilen gerade an dem Sendungsablauf, also wann was eingeblendet wird oder wann welcher Beitrag kommt. So. Also, wir sitzen hier jetzt und sind voll produktiv. Da, das ist der Beweis, das ist mein Konzentrationswasser, ja. Mein Konzentrationswasser. Und mit dem haut es auch dann gleich... Oh, ich habe nicht im Fernsehen gesagt, nein. Also wir sind hier jetzt gerade im Regieraum und dahinter mir ist das Studio und es wird gerade Licht, Ton und so weiteres eingestellt und das können wir euch da gleich sagen. Also das ist eines der wichtigsten Teile im FS1-Studio, das sind nämlich die drei Goldfische, weil wenn das komplett mal alle, die ganzen Sendungen ausfallen, sind die Fische da und werden gefilmt. Das ist das Notfallersatzprogramm. Und ja, wir werden die jetzt kurz was fragen. Hallo Klaus 1, 2 und 3, wie geht's euch so? Hab ich ja fast erwartet, gut. Was macht ihr gerade so? Das war jetzt spannend. Das war jetzt gerade ein kurzer Einblick in das FS1 Backstage-Leben. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir gehen jetzt wieder zurück an das Studio. So, wir haben wieder eine neue Produktion gestartet. Wir spielen heute Wer kann in 1 Stunde und 30 Minuten mehr abklatschen? Das heißt, es gelten nur High Fives auf die Hand. Can you give me a High Five? Of course. Thank you. Dann fragen wir. Magst du kurz High Five machen? Servus. 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 Weil heute Freitag ist. Heute ist Freitag. Yay. Klatsch ab. Ha, ich habe von dem Hund einen Klatsch abgekriegt und einen Pfotenabdruck. Yay, danke. Was für Pläne haben Sie, um die Jugend in Traunreuth zu unterstützen? Das ist eine schwierige Frage, die da gestellt wird. Stimmt es, dass das Schwimmbad 2015 geschlossen sein wird? Das stimmt definitiv nicht. Das grenznahe Salzburg galt als Hochburg des Nationalsozialismus in Österreich. 1938 fand in Salzburg die einzige Bücherverbrennung in Österreich statt.
Hey, ich bin der Lukas und ich stelle euch heute das Microcontroller Board Makey Makey vor. Was ist eigentlich ein Microcontroller Board? Das ist ein Computer, auf dem alle Komponenten auf einer Platine zusammengefasst sind. Siehe da, ich trommle auf einem Löffel und eine Mandarine. Ich muss jetzt schon lachen. Okay, das war's mit SoTV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.